Elektromobilität würde mit Kohlestrom funktionieren. Das hängt am Wetter? Kann es gar nicht funktionieren. Wie sichert man die Versorgung mit erneuerbaren Energien? Sozusagen zusätzliche Kraftwerke angeschaltet werden. Müssen wir vielleicht sogar die Atomkraftwerke doch noch länger laufen lassen? Wieder mal herzlich willkommen zu einem neuen Video mitten aus Berlin. Wir sind mittendrin. Steve und ich scheuen ja keine Kosten und Mühen für euch, spannende Gesprächspartner zu organisieren. Wir sind bei Naturstrom. Bei mir ist der Sven. Hi Sven. Hallo Julian. Wo sind wir denn hier? Erstmal herzlich willkommen bei uns. Du hast vorhin schon herzlich willkommen gesagt. Das ist ja eigentlich jetzt meine Rolle, einmal zu begrüßen. Wir sind bei uns im Naturstrom Hauptstadtbüro. Ziemlich mitten in Berlin. Wir sehen hier drüben das alte nordkoreanische Hostel, das ja jetzt nicht mehr betrieben werden darf. Ganz spannende Nachbarschaft. Wir haben hier am Berliner Standort ungefähr 30 Kolleginnen und Kollegen. Ganz bunt gemischt aus unseren verschiedenen Geschäftsbereichen. Sowohl unser Kundenmagazin, die Energiezukunft entsteht hier, aber eben auch Projektingenieure, die Quartiersversorgung machen. Ich aus der Presse- bzw. Politikabteilung, Vertriebler, Energie, Handel, also unsere Ökostromversorger, da gibt es ein paar Kolleginnen. Also ich habe schon gemerkt, die Ökostrombranche ist ein bisschen aus den Kinderschuhen entwachsen. Wenn man hier ankommt in der Kronenstraße 1, dann hat man unten Empfang, dann fährt man mit einem tollen Fahrstuhl nach oben, dann hat man hier super Büroräume, es ist wirklich klasse hier. Also ihr seid irgendwie dem Strickpulli- und Jutebeutel-Alter entwachsen? Das kann man, glaube ich, so sagen. Das ist zwar natürlich nicht unser Gebäude, das ist auch nur eine Etage gemietet, also der Empfang ist sozusagen für das Gesamtgebäude und nicht nur unsere, aber trotzdem sind das andere Verhältnisse als noch vor 5 oder vor 10 Jahren. Mhm. Merkt man auch allein an der Mitarbeiterzahl des Unternehmens, also gerade die Jahre 2011, 12 nach Fukushima waren eben sehr starke Wachstumsjahre bei allen echten Ökostromern, wie wir auch einer sind. Und seitdem haben wir auch noch stärker versucht, andere Geschäftsbereiche für uns zu erschließen. Unter anderem die Elektromobilität, worüber wir ja gleich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr reden. Und da sind wir wirklich von um die 100 MitarbeiterInnen auf jetzt über 400, 450 ist, glaube ich, so gerade die aktuelle Zahl gewachsen. Also allein daran merkt man schon, das ist ein ganz anderes, ganz andere Unternehmensstruktur, als das vielleicht noch früher war. Das bedauern auch unsere Vorstände gerne mal, weil sie eben jetzt nicht mehr jeden so kennen, wie sie es früher kennen, diese familiäre Kultur, die es halt am Anfang ausgemacht hat. Sowohl im Unternehmen als auch mit den anderen Energiewende-Pionieren, die da so unterwegs sind. Das ist natürlich durch diese Professionalisierung auch ein bisschen verloren gegangen. Aber auf der anderen Seite freuen wir uns ja natürlich auch, dass ein nachhaltiger Wirtschaftsgedanke, dass so eine Öko-Energieversorgung wirklich ja immer mehr zum dominierenden Treiber wird und auch die Geschäftsmodelle bestehende Energiekonzerne deutlich umgekrempelt werden. Ich finde es wirklich faszinierend, diese Entwicklung, die gegangen ist. Aber ich könnte auch stundenlang mit dir nur über die Entwicklung von Naturstrom und dem Ökostrombereich sprechen. Aber wir sind natürlich hier, wir wollen uns ein bisschen fokussieren, das ist klar. Wir sind ein Immobilitätskanal und wir legen den Fokus jetzt mal quasi, wir versuchen mal die Finger richtig in die Wunde zu legen. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Talk, den wir heute machen. Denn wir bekommen natürlich bei uns, bei den Kommentaren und überall in den sozialen Netzwerken kommen immer wieder die gleichen Kommentare, die dann sagen, ja, das klappt sowieso alles nicht und so weiter. Und ich nehme mir einfach mal ein so ein Ding raus, was jetzt gerade so in den letzten Wochen durch die Presse, sage ich mal, durch die Landschaft gegangen ist. Du hast es sicherlich gelesen von dem Herrn Koch, den berühmten Kolbenkoch. Wir haben dazu auch schon, ich habe ein kurzes Wort zum Freitag gesagt dazu, das könnt ihr euch mal angucken, das verlinken wir mal. Der gesagt hat, Elektroautos fahren doch eh alle nur mit Kohlestrom. So, jetzt weiß ich, der Steve, der jetzt hier die Technik aufgebaut hat, der hat sich da unten angeschlossen an die Ladestation. Ihr habt hier auch eine Wallbox in der Tiefgarage. Ich wollte mich auch anschließen, war aber besetzt. Kohlestrom? Ja? Nein? Wie ist es denn nun wirklich? Also, zwei Sachen dazu. Erstens kommt es ja doch darauf an, wie bei jedem Haushaltsstrom auch, wen man für seine Stromlieferung bezahlt. Physikalisch kommt der Strom immer von der nächstgelegenen Erzeugungsquelle. Ich glaube, da erzählen wir auch dem Publikum nichts Neues, die kennen das. Aber man kann eben wirtschaftlich schon lenken, in welche Richtung sich das Energieversorgungssystem entwickelt. Zweiter Punkt, ein Punkt, der früher oft gegen explizite erneuerbaren Fördermaßnahmen gewendet wurde, ist ja auch der EU-Emissionshandel. Das heißt, Emissionen sind gedeckelt. Das heißt, es kann gar nicht mehr Kohlestrom erzeugt werden als sowieso.
verursacht wird oder als erlaubt ist. Das heißt, auch der zusätzliche Strombedarf kann eben nicht mit zusätzlichen Emissionen einhergehen. Von daher kann es gar nicht funktionieren, dass das eben alles nur aus Kohlestrom betrieben wird, sondern es werden Stromknappheiten dann wahrscheinlich erzeugt, wenn wir wirklich mehr Strom verbrauchen. Zurzeit ist das ja die Elektromobilität noch nicht der Treiber, aber wir hoffen ja alle, dass das in Zukunft noch stärker wird. Und diese Knappheiten erzeugen dann Marktsignale für neue Kraftwerke und eben angesichts der Deckelung der Emissionen, angesichts auch des Kohleausstiegs in Deutschland, wird da eben kein zusätzlicher Kohlestrom verfeuert, sondern es wird dann ganz klar in Richtung Erneuerbare gehen. Und, darf ich da mal einhaken? Ja. Auch, weil das ja auch immer wieder so ein Ding ist. Dann kommt aber doch gleich der Einwand, na, dann kommt der Strom eben nicht aus deutschen neuen Kraftwerken, sondern aus polnischen. Als das Beispiel. Ist europaweit gedeckt. Als Beispiel. Also der Emissionshandel ist ja europaweit begrenzt, die Emissionen. Das heißt, da ist ganz klar, da kann nicht mehr passieren, als sowieso vorgesehen ist. Genau, und der dritte Punkt, den ich noch dazu sagen wollte, da kamen ja auch sehr schnell die Einwände unter anderem von Uber, dass eben nicht die Grenzkraftwerke die entscheidenden Emissionen ausmachen, sondern eben der Durchschnittsmix. Und der wird eben immer grüner und eben nicht in Richtung Kohle geprägt. Also von daher, da wurde diese Rechnung, die da aufgemacht wurde, ja auch ganz klar widerlegt. Kannst du noch mal ganz kurz für die Zuschauer, die sich nicht so mit dem Thema auseinandersetzen, erklären, was heißt Grenzkraftwerk? Genau, also das ist ja immer genau die Argumentation. Elektromobilität würde mit Kohlestrom funktionieren, dass sozusagen zusätzliche Kraftwerke angeschaltet werden und die dann nur diese zusätzliche Nachfrage decken. Und das wären dann eben meistens Kohlekraftwerke, wobei das in der Praxis auch nicht stimmt, sondern wenn überhaupt dann zusätzliche Kraftwerke eingeschaltet werden, meist Gaskraftwerke sind, die Spitzenlast decken. Es wird ja jetzt nicht nur zusätzlich für Elektromobilität ein Kraftwerk angeschaltet. Das ist ja der Gesamtstromverbrauch, den wir in Deutschland haben. Ist ja auch nicht, wenn ich jetzt mal zu einer Tageszeit, wo ich sonst kein Licht anschalte, das Licht anschalte, das dafür, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt nur Kohlestrom, mit dem hier meine Glühbirne betrieben wird. Sondern man muss halt eben wirklich den gesamten Durchschnittsmix immer betrachten und der wird eben in der Tendenz über die letzten Jahre immer grüner, immer weniger emissionsintensiv, deutlich langsamer, als wir uns das wünschen würden, aber es geht zumindest in die richtige Richtung. Und von daher, jetzt, kann man das. Sven, jetzt kam aber, jetzt bringe ich mal ein Gegenargument. Stand vor ein paar Tagen, ging es durch die Zeitung, Einbruch bei der Erzeugung erneuerbarer Energien im ersten Halbjahr, 20% weniger erneuerbare Energien als im Vergleichszeitraum 2020. 2020 hatten wir im Jahresdurchschnitt etwas über 50%, im ersten Halbjahr 2021 sind wir bei ungefähr 43%. Ich habe bei Energy Charts gesehen, da waren 47%, aber es ist irgendwie weniger. Gut, das hängt am Wetter? Ja, auch. Also erstens, wir hatten ja letztes Jahr dann auch ein Corona-Halbjahr, hatten wir dieses Jahr auch, aber es war ja doch deutlich normaler als letztes Jahr, als die Pandemie uns erstmals getroffen hat. Das heißt, da war schon auch der Stromverbrauch deutlich geringer. Wenn die erneuerbaren Menge gleich geblieben wäre, man hat dieses Halbjahr einen höheren Stromverbrauch, geht automatisch die Quote runter. Allein das ist schon ein Effekt. Aber es stimmt auch, das Wetter war schlechter, das finden wir auch nicht schön. Gerade die Windparks in unserem Unternehmen liefen auch nicht so gut, wie sie das schon in Vorgängerjahren getan haben. Aber das ist jetzt erstmal kein Grund zur Panikmache. Das ist einfach so bei einer stärker wetterabhängigen Versorgung, dass die auch mal über die Jahre schwankt. Auch konventionelle Kraftwerke schwanken über die Jahre, beziehungsweise gab gerade in früheren Sommern, die auch sehr heiß waren, dann Zeiten, wo Kohlekraftwerke runtergeregelt werden mussten, weil sie eben das Kühlwasser nicht mehr so stark aufhitzen durften. Also auch da gibt es eine gewisse Wetterabhängigkeit, aber das nur am Rande. Das ist erstmal ein Wetterfaktor und liegt aber auch einfach daran, dass wir im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren sogar eigentlich schon auch sehr wenig Zubau entwickelt haben. Also wir hatten ja früher eigentlich immer neue Rekordmarken, was den erneuerbaren Anteil angeht. In den letzten zwei Jahren war der Windenergieausbau sehr schlecht. Dementsprechend hat sich diese ständige Aufwärtsentwicklung jetzt erstmals nicht so richtig weiter fortgesetzt. Und wir mussten da mit ein bisschen schlechteren Zahlen leben. Aber es ist eben ja auch ein paar Prozent Schwankungsbreite. Also es ist jetzt nicht so, dass da das System noch mal auf den Kopf gestellt wird. Aber ihr musstet jetzt Gaskraftwerk zukaufen, richtig? Und Kohle zukaufen. Wir haben sowieso unsere Strommengen ja schon gesichert. Wir sind 100% erneuerbar. Also da
Das heißt gesichert, ihr habt einen Vertrag mit dem Wind für die nächsten Monate oder wie muss man sich das? Ja, ich frage jetzt mal ganz doof, ich mache das jetzt mal so wie Anne Will oder Maybrit Illner, die fällt ja ihren Gästen auch immer sofort ins Wort. Also es ist nicht persönlich gemeint, aber wir kennen ja diese Gegenargumente. Also wie sichert man die Versorgung mit erneuerbaren Energien, wenn sie halt doch noch, weil die Speicher fehlen, doch sehr stark witterungsabhängig sind? Das ist ja eine Frage mit Fundament dahinter. Ja, genau. Das stimmt natürlich. Bis zum letzten Jahr hatten wir ohnehin 100% Wasserkraft im Mix, einfach weil, ich weiß nicht, inwieweit eure Zuschauer da drin sind, aber die ganzen EEG-Anlagen, die so im Feld entstehen, die wir auch bauen, die darf man ja eigentlich nicht in den Strommix einrechnen an die Endkunden, weil die schon gefördert werden. Deswegen darf man den Strom nicht mehr als Grünstrom verkaufen und damit höherwertig vermarkten. Sogenannte Doppelvermarktungsverbot. Deswegen konnten wir eben auch die Solar- und Windkraftanlagen, die wir selbst bauen, nicht für unseren Strommix verwenden. Hat einfach gesetzliche Hintergründe und mussten wir dann eben so auszeichnen. Und entsprechend haben wir wirklich für den gesamten Bedarf Wasserkraft eingekauft. Hat auch den Vorteil, Wasserkraft eben sehr planbare Energiequelle und da konnte man eben schon vorher gut wissen, welche Strommengen auf einen zukommen. Und aus deutschen Wasserkraft? Genau. Also für unsere Privatkundinnen und Kunden komplett aus Deutschland, komplett klare Anlagen, eben nicht Herkunftsnachweishandel wie bei vielen anderen Ökostromversorgern, sondern wir gehen wirklich einen Vertrag mit dem Anlagenbetreiber ein und kaufen dort die Strommengen ein. Genau. Wird es denn, du hast es ja gerade angesprochen, wenn die E-Mobilität hochläuft und natürlich auch andere Bereiche elektrisiert werden, Wärmeversorgung ist so ein Thema zum Beispiel. Und jetzt haben wir ja wir haben jetzt Zahlen gesehen, Prognosen gesehen, bis 2030 wird, glaube ich, der Stromverbrauch deutlich ansteigen. Ich weiß nicht, ob das 2030 war, bis über 700 Terawattstunden von irgendwas um die 500, also ein deutlicher Anstieg. War ja auch eine Diskussion im Bereich der Neufassung des EEGs, weil man dem Wirtschaftsministerium vorgeworfen hat, ihr macht damit mit zu niedrigen Zahlen und so weiter und so fort. Also laufen wir dann vielleicht doch Gefahr, du hast es angesprochen, der Ausbau der Erneuerbaren geht zu langsam. Gleichzeitig steigt aber der Stromverbrauch, weil immer mehr von euch sich E-Autos kaufen und Wärmepumpen und was weiß ich, was alles gemacht wird, dass wir dann vielleicht doch, also du merkst, ich versuche es wieder auf die Kohlekraft oder auf die Fossilen zu ziehen, dann eventuell doch wieder über dieses Thema diskutieren werden. Müssen wir die Kohlekraftwerke länger laufen lassen? Müssen wir vielleicht sogar die Atomkraftwerke doch noch länger laufen lassen? Wie seht ihr diesen, oder wie schafft man diesen Spagat, in dem man da steht? Also ich meine, im Endeffekt kann man es runterbrechen, wenn wir die Erneuerbaren nicht schnell genug ausbauen, wird irgendwann eine Lücke entstehen. Die Lücke wird gefüllt werden, dafür haben wir, glaube ich, genug Marktmechanismen, das kann man sich auch politisch steuern. Aus heutiger Sicht wären das tendenziell auch einfach, weil Kraftwerke ja eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, um zu bauen, eher Gasturbinenkraftwerke, die relativ günstig und relativ schnell gebaut werden können. Davon wird sicherlich auch in den nächsten Jahren einige geben. Aber unser Petitum wäre natürlich immer, wir müssen mehr Tempo in die Erneuerbaren bekommen. Also wie gesagt, da hängt ja sehr viel auch an politischer Steuerung. Das können wir beeinflussen, wie das Stromversorgungssystem 2030 aussieht. Sabotage ist ein sehr hartes Wort, aber da die gesamte Fachwelt von höheren Stromverbräuchen ausging und die niedrigen Annahmen des BMWi, könnte man da fast unter Sabotage verorten. Die hilft da sicher nicht. Auch wenn wir inzwischen selbst eingesehen haben, dass das wohl noch nicht das Gelbe vom Ei war. Und selbst inzwischen sagen, ja, es wird wahrscheinlich höhere Stromverbräuche geben. Also das hat nicht geholfen. Das hat jetzt wieder ein, zwei Jahre gekostet, wo wir einen deutlich schnelleren Ausbau hätten haben können. Ist jetzt was wir in den nächsten Jahren aufholen müssen, was wir auch aufholen können. Also ich glaube, bis 2030 sind noch ein paar Jahre. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir jetzt wirklich in eine aufwachsende Entwicklung reinkommen. Gerade beim Solarstrom gibt es deutlich mehr Potenzial, den auch jetzt schon auszubauen. Bei der Windenergie müssen ein paar Voraussetzungen geschaffen werden, aber wenn da jetzt hoffentlich eine neue Bundesregierung ambitioniert rangeht, ist das auch in den nächsten ein, zwei Jahren so, dass die Weichen gestellt sind, dass man dann wirklich in den kommenden zwei Dritteln des Jahrzehnts dann auch einiges aufbaut und dann können wir den Stromverbrauch 2030 auch wirklich zu großen Teilen schon erneuerbar decken. Aber ist eine politische Entscheidung. Da bin ich mal auf eure Meinungen zu gespannt. Ihr könnt das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Wie seht ihr die Entwicklung? Seid ihr selber vielleicht auch schon am Aufbau von erneuerbaren Energienanlagen beteiligt? Es gibt ja auch bei Naturstrom Beteiligungsmöglichkeiten. Man kann selber Anlagen bauen. Wir haben euch jetzt erstmal so einen Einblick gegeben. Die drängendsten Fragen haben wir jetzt erstmal mit Sven klären können. Und wenn euch da noch mehr in Deep interessiert, dann wartet auf den zweiten Teil dieses Videos.
An der Stelle machen wir erstmal einen Cut für jetzt. Und vergesst bitte nicht, wenn ihr das gut findet, ein Abo dazulassen und einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch gerne uns wie immer einen Daumen nach unten geben, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann schreibt doch bitte warum und schreibt fleißig in die Kommentare rein, was euch weiterhin interessiert. Ich sage an der Stelle erstmal danke an Sven. Wir sehen uns aber gleich wieder sozusagen beim zweiten Teil und sagen an der Stelle erstmal tschüss bis zum zweiten Teil. Ciao.